Okay, hi Leute, ich habe mir heute das neue Galaxy Note 2 geholt und wollte es mit euch auspacken. Haben wir den schönen Samsung-Stil, die Verpackung. Haben wir die Vorteile des Notes 2, unter anderem das HD Super AMOLED, den neuen Quad-Core-Prozessor aus dem Hause Samsung, eine 8-Megapixel-Cam, Full HD natürlich und aber ich glaube, das wissen die meisten schon von euch. Jetzt gehen wir ins Eingemachte. Öffnen wir das Siegel. Mit einer Hand etwas schwer. So. Haben wir noch etwas zu besehen? Okay, es war nicht offen. Nun, vielleicht kurz zur Cam, mit der ich aufnehme. Ich nehme hier auf mit einem Samsung Galaxy 3. 16 GB Version in Weiß. Ein gelungenes Handy. Ich liebe es, aber es hat sich einfach ergeben, dass ich, so jetzt, hat sich ergeben, dass ich an das Note rankomme. So, Dalle, dann wollen wir einmal. Hier haben wir das Prunkstück. Ein wirklich sehr schönes Gerät. Kommen wir dazu etwas später. Erstmal zeigen, was wir so in der Box drin haben. Kurzanleitung in verschiedenen Sprachen. Dann haben wir natürlich im edlen Design gehalten, wie immer von Samsung, die Headphones. Ich war zufrieden mit dem Galaxy 3. Top Qualität, gut zum Telefonieren. Kann ich nur weiterempfehlen. Für den Anfang ist das keine schlechte Sache. Gut, nun haben wir hier das USB-Kabel selber, das auch gleichzeitig als Ladekabel dient. Schön im weißen Stil, im Design. Dann haben wir für die In-Ear-Kopfhörer verschiedene Größen. Eine tolle Sache, kann ich nur empfehlen. Haben wir im schönen weißen Stil gehalten den Adapter zum Aufladen. Natürlich nötig sein wird den leistungsstarken neuen Akku für das Galaxy Note. Und tja, das war's im Großen und Ganzen. Das ist zumindest der Inhalt des Notes. Also nochmal in der Übersicht. Die Kurzanleitung. Der Adapter für die In-Ear-Kopfhörer. Und das Note selber. Zum Note selber ist natürlich einiges zu sagen. Wie die meisten von euch wissen, hat es den Quad-Core-Prozessor aus dem Hause Samsung. Der diesmal mit 1,6 GHz niederschlägt. 8 MB normale Cam, die Frontcam ist 1,9 Megapixel. Gewohnte Qualität. Also ich freue mich schon auf das GTN 7100 Galaxy Note 2. Schauen wir es uns einfach mal an. Es beeindruckt schon mal durch die Qualität. Einfach durch die Größe. Das sollte aber kein Problem sein. Ich bin zufrieden gewesen mit dem S3er, somit bin ich auch zufrieden mit der Größe vom Galaxy Note. S3 hat 4,8, das hat hier 5,2, das macht gar nichts. Da ich so etwas größer bin, macht mir das nichts aus. So. Schon der erste Moment, dieses Handy. Einfach Samsung Stylish Gerät, dieses gab es nur in der Farbe zur Verfügung. Weiß war es nicht, derzeit nicht vorrätig bei uns. Ein schönes Design. Da unten haben wir S Pen. Fühlt sich gut an, schöne Qualität. Bitte schön im Samsung Logo. Mal jetzt etwas unscharf. Gefällt mir. Dann wollen wir mal den Akku einsetzen. Ein bisschen geschickt.
Tarnstelle als vorher? Ich glaube einfach nicht. Gut, das wird natürlich eine Physik für sich. Schauen wir mal das edle Design an, auf der Seite. Den Ein- und Ausschaltknopf. Standby-Modus. Frontcam und die Sensoren. Den größten 5,2 Zoll Super AMOLED Display. Die Home-Taste. Edles Design. Hier die Lautsprechertasten. Leise und lauter Volumen. Das war schon für Samsung. Sie halten sich schlicht, wo ich die Galaxy-Reihe dafür liebe. Mit der 8 Megapixel, kein mit dem LED. Platzhalter für den S-Pen. Und natürlich den Anschluss für das Ladekabel bzw. für das Datenkabel. So. Jetzt sollte ich das aber langsam aufbekommen. Wie schon erwähnt, mit einer Hand nicht gerade meine leichteste Übung. Wunderbar, habe ich Druck aufbekommen. Gewohnter Manier natürlich für die Micro-SIM-Card und für die Micro-SD-Card. Und wenn wir den Akku einsetzen und es in Betrieb nehmen. Also ich freue mich schon, definitiv. Ich erwarte noch nach wie vor, dass Update 4.1 für das Galaxy 3 wurde noch nicht eingereicht. Es dauert halt seitens des Mobilanbieters bzw. Samsung. Gut. Macht doch eigentlich ordentlich was her. Gut. Dann holen wir mal. Wie man sehen kann, ist es von 3. Aber das Branding sollte kein Problem sein. Und da wären wir. Also das war und ist nach wie vor mein Samsung Galaxy Note 2. Ich hoffe, ich konnte euch den ersten Eindruck verschaffen. Details zum Handy selber kommen später. Aber jetzt erstmal ein Verpackungsinhalt, Umfang, das ist alles dabei. Ich hoffe, ihr hattet daran Spaß. Ich hoffe, wir hören uns bald wieder, möglicherweise mit eurem Galaxy Note 2. Dankeschön.